dieses Wochenende endlich mal wieder ein Turnier. Nur, welches Deck spiele ich? Du willst doch gewinnen, oder? Da kommt nur ein Deck in Frage. Blue Eyes? Nein, ein Mieter-Deck. Aber es geht doch ums Spaß haben. Ja, eigentlich schon. Genau. Und wann hast du Spaß? Wenn du gewinnst. Also spiel mein Deck, mit dem man gewinnt. Ein Meta-Deck. Das ist ein gutes Argument. Oder nimm mal wieder dein Lieblingsdeck. Stimmt. Fluffle habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Und wolltest du nicht gewinnen? Ja, schon. Aber wenn ich das Deck ein bisschen anpasse, dann ist sicher der ein oder andere Win dabei. Das finde ich eine richtig gute Einstellung. Natürlich findest du das. Ich sag's dir jetzt schon, ja? Nach dem Turnier denkst du, hätte ich nicht mal ein anderes Deck gespielt. Warte mal. Warum spiele ich nicht einfach ein Meta-Deck? Das ist eine gute Idee. Und spiele ein paar Secret-Tech-Karten drin. Das finde ich gut. Was sind denn die Tech-Karten? Ich spiele Exodia. Nicht?